Hallo, Marius Ebert hier. Wir sind in einer Serie, in der es geht um die Prokura. Und ich habe im letzten Video erklärt, wann die Prokura erlischt. In diesem Video beleuchte ich einen Spezialfall, nämlich der Fall, dass der Geschäftsführer stirbt. Ich darf das mal so verkürzt darstellen. Der Geschäftsführer stirbt. Na, schreiben wir es vielleicht mal vorsichtshalber dahinter. Der Geschäftsführer stirbt und die Frage ist, erlischt die Prokura? Wir haben im letzten Video besprochen, wann sie erlischt. Ja, die Prokura, machen wir nochmal kurze Wiederholung, weil sonst das Video auch so kurz ist. Die Prokura erlischt wann? Sie erlischt bei Widerruf. Sie erlischt bei Kündigung. Beziehungsweise der Dienstvertrag wird aufgelöst. Das kann auch ein Aufhebungsvertrag, was immer sein. Ja, also Beendigung des Dienstvertrages. Ich schreibe jetzt hier mal verkürzt Kündigung. Und bei Geschäftsverkauf. Beziehungsweise auch Auflösung. Dann erlischt die Prokura. Erlischt die Prokura auch, wenn der Geschäftsführer stirbt? Erlischt die Prokura? Fragezeichen. Antwort: Nein. Die Prokura erlischt nicht, wenn der Geschäftsführer stirbt. Sie erlischt nur dann, wenn das Geschäft verkauft wird oder aufgelöst wird. Aber nicht, wenn der Geschäftsführer stirbt. Das war's. Alles Gute, Marius Ebert.